Hände heben bis zum mittleren Dantien, der Brustmitte. Dort Fäuste bilden. Mit dem Oberkörper folgen so weit wie möglich. Die Augen schließen und in die rechte Körperhälfte blicken. Das Erste, was ich von Meister Chung in Wudangshan lernte, war das Qigong zurückkehren zum Ursprung. Nach über 10 Jahren intensiven Lernens verschiedenster Formen zeigte er mir das Diamant-Qigong. Ich gehe mal davon aus, dass du schon eine Idee von Yin und Yang hast. Ich gebe es weiter als Videoseminar. 14 Lektionen mit insgesamt 100 Minuten Spielzeit. Die linke Handfläche nach oben, die rechte nach unten und die Hände vor der linken Brust übereinander schieben. Stoßatmen, auf die Füße fallen und Qi fällt ins Dantien. Über den Menüpunkt Seminare auf meiner Webseite wudang-dao.com zu buchen.